Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute ein Thema vorbereitet, mit dem ich in letzter Zeit sehr oft konfrontiert worden bin in Sitzungen. Und das ist wohl ein Thema, das auch unserer Zeit geschuldet ist. Aber das muss man jetzt nicht nur während einer Gesundheitskrise, sollte man sich aus sich selber rausorientieren, was wir heute machen werden, sondern das ist generell, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch so fürs energetische Arbeiten. Aber eines nach dem anderen. Es kommen laufend neue Bestimmungen, neue Regelungen werden veröffentlicht, was zu tun ist, was zu lassen ist, im Bezug natürlich auch auf diese ganzen Gesundheitsgeschichten, die jetzt laufen. Und ich werde konfrontiert bei mir in der Praxis, dass die Leute immer mehr verwirrt sind und nicht mehr wissen, wem sollen sie jetzt glauben, wo sollen sie hinhören, was passt jetzt für die Menschen und was ist stimmig und was ist richtig. Und gerade wenn natürlich diese großen Leitbilder im Außen wegbrechen, wenn die Orientierungspunkte wegbrechen, dann suchen wir ganz verzweifelt wieder nach etwas und greifen dann oft nach jedem Strohhalm. Und umso wichtiger ist es, meines Erachtens nach, für jeden erwachsenen Menschen und jeden Menschen, der hundertprozentig in seiner Eigenverantwortung stehen will, dass er aus sich heraus eine Orientierung schafft. Das heißt, ich muss aus mir heraus einmal schauen, was tue ich, was lasse ich. Denn letzten Endes ist die Erkenntnis eines jeden selbstbewussten Menschen und zwar jedes erwachsenen Menschen die Erkenntnis, dass man sagt, ich trage ja sowieso die Verantwortung. Das heißt, ich übernehme es, egal was rauskommt, bei der Sache, was ich mache. Das heißt, ich muss mit dem leben, wenn ich etwas mache, aber ich muss auch mit dem leben, wenn ich etwas nicht mache. Das heißt, die Konsequenz trage ich, da übernehme ich die Verantwortung. Und das ist, denke ich, schon so ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben sagt, okay, ich bin für mich einmal verantwortlich und ich bin da ganz stark und ganz klar in meiner Kraft. Und ab dem Moment, wo dann die Argumentation hingeht, nämlich zu sagen, ich bin für etwas anderes verantwortlich, für etwas außerhalb von mir verantwortlich, ist das schon bedenklich, weil man natürlich fragen muss, okay, wer ist denn dann für dich letzten Endes verantwortlich? Also wenn du jetzt verantwortlich bist, um Leben zu schützen, zum Beispiel jetzt nur, du kannst dein Leben schützen mit deinem Tun oder Lassen, dann frage ich mich ja, wer ist dann für dich verantwortlich? Also es ist eine sehr ungesunde Dynamik meines Erachtens nach, diese Verantwortung abzugeben, aber auch zu viel Verantwortung zu übernehmen. Und ich rede jetzt von erwachsenen Menschen, ich rede jetzt nicht von einem Erziehungsauftrag, wenn man ein Elternteil ist. Aber auch da geht es darum zu sagen und ganz klar zu spüren, was habe ich eigentlich selber in der Hand? Das heißt, was liegt in mir, was habe ich in der Hand und was habe ich nicht in der Hand? Und das sollte man für sich prüfen. Und darum möchte ich mit der heutigen Übung eben wirklich so diese innere Klarheit, diesen inneren Kompass, diesen inneren Fokus ein bisschen aktivieren, dass wir das wieder spüren und dass du dich aus dir selber heraus orientieren kannst. Denn letzten Endes kannst du jetzt gleich einmal ein kleines Gedankenspiel mit mir machen. Wenn du dir vorstellst, die Welt ist jetzt ein weißes Blatt, ein unbeschriebenes Blatt. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten, wie du dieses Blatt füllst. Du kannst ein lächelndes Gesicht drauf malen, du kannst ein trauriges Gesicht drauf malen, du kannst ein schönes Haus drauf malen, eine kleine Wohnung, du kannst das Meer drauf malen, die Sonne, das Weltall. Also es sind alle Möglichkeiten vorhanden. Und stell dir einfach mal vor, du hast diese unendlichen Möglichkeiten, ohne jegliche Reduzierung, ohne jegliche Einschränkung, ohne jegliche Regel. Wie fühlt sich das für dich an? Spür da mal rein. Es gibt jetzt keinerlei Verpflichtungen im Außen. Das heißt, du musst jetzt nicht einem Job nachgehen. Du hast jetzt keinerlei Verpflichtungen zu erfüllen, Erwartungen.
Du bist auch niemand anderem verpflichtet. Du bist absolut frei. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Meistens so zwei Typen. Die einen Typen sehen das ganz hell und klar und sind froh, dass sie frei sind, und die anderen sehen es eher dunkel und eher unsicher. Ja. Und im Prinzip ist es egal, ob du das jetzt hell und klar siehst oder eher unsicher siehst, weil unterm Strich kommt dasselbe raus. Es geht jetzt nur mal darum, dass du einmal wahrnimmst, wie stehst du denn der Freiheit gegenüber? Denn die, die das eher dann dunkel sehen, haben wahrscheinlich so Programme in sich, so Regeln in sich, so Verpflichtungen in sich, die eine Pseudosicherheit machen, eine Pseudoorientierung machen. Und die, die da eher freier sind, die da eher offener sind, die haben dann vielleicht schon ein bisschen mehr gelernt, eben kreativer zu sein, inspirierter zu sein und hängen vielleicht nicht ganz so in diesen Regelwerken fest. Aber die ganz Freien brauchen trotzdem auch ein Fundament. Denn wenn alles nur frei und offen ist, dann kann ich es auch nicht erden. Das ist genauso wie wenn ich zu sehr eingeschränkt bin. Das heißt, das meine ich mit, das kommt dann auf was Ähnliches raus. Ja. Also weiter kommt man dann, kommen oft beide nicht. Und der Punkt ist, das ist jetzt so diese goldene Mitte, und die wollen wir jetzt finden. Das ist eben so dieses in sich selber ganz klar sein, in sich selber, aus sich selber da die Orientierung finden. Und dieser Orientierungspunkt ist jetzt zuerst einmal wirklich so diese Eigenverantwortung. Und als erstes gehen wir jetzt mal in diese Energie rein, in diese Energie der Eigenverantwortung. Und dazu kannst du jetzt mal deine Augen schließen. Und mal so tief einatmen und wieder ausatmen. Und einatmen. Und wieder ausatmen. Und zuallererst beginnen wir jetzt mal sämtliche Vorstellungen, die du in Bezug auf Eigenverantwortung gespeichert hast, zu löschen. Und auch sämtliche Manipulationsenergien. Denn vielleicht hast du das Gefühl, dass Eigenverantwortung etwas mit Schuld zu tun hat, die Schuld für etwas übernehmen oder mit irgendwelchen Verpflichtungen. Und das wollen wir jetzt mal rauslösen. Und am besten beginnen wir da jetzt, indem du dir mal um deinen Kopf ein dunkelviolettes Licht vorstellst. Du kannst dir dieses Licht vorstellen wie eine Wintermütze, wie eine Strickmütze, die du dir aufsetzt. Setz dir einfach mal so eine dunkelviolette Mütze auf. Und das ist die Energie lösen von Beurteilungen und Verurteilungen. Lösen von Selbstboykott. Und dieses dunkelviolette Licht reinigt jetzt zuerst einmal auf deinem Kopf so dein Kronenchakra und dein drittes Auge. Und du spürst, dass du freier wirst, ruhiger und klarer. Und es geht um alle inneren Urteile,
um alle Vorstellungen, die du in Bezug auf Eigenverantwortung gespeichert hast. Das löst sich jetzt aus deinem Kopfzentrum. Und es lösen sich vor allem auch die Manipulationsenergien. Jegliche Werbebotschaften. Und du spürst, dass du friedlicher und freier wirst. Und vor allem, je weiter dein Kopf jetzt in dieser Eigenverantwortung sich öffnet, in dieser neu definierten Eigenverantwortung, umso ruhiger wird es auch in deinem Herzzentrum. Dein Herzchakra kann nun ohne den Druck der geistigen Chakren einfach einmal aufmachen, friedlicher und freier werden. Denn du spürst jetzt, dass du völlig ohne Druck ganz liebevoll und klar dein Herz öffnen kannst. Und dass du mal spürst, wie Heilung in dich einfließt. Und wie wichtig es ist, dass dein Herz auch klar Ruhe findet, Stabilität findet und Freiheit. Du spürst, dass du eine absolute Klarheit in Bezug auf deine Gefühle und deine Gedanken erlangst. Und du kannst wahrnehmen, dass du immer weiter in dich hineinsinkst und immer ruhiger und ruhiger wirst. Du spürst jetzt, dass du ganz klar in deinen Raum eintauchst. Und dass alles dein Energiefeld verlässt, was nicht in deine Verantwortung fällt. Ich übernehme zu 100% die volle Verantwortung für mein Leben und für mein Dasein. Und alles, was nicht zu mir gehört, fällt jetzt von mir ab. Egal wie sehr ich mein Umfeld liebe, Verantwortung hat nichts mit Liebe zu tun. Denn die unendliche Liebe, die ich empfinde, steht auch anderen zur Verfügung. Ich kann mich ganz auf mich konzentrieren und kann absolut in meine Verantwortung sinken. Atme einmal tief ein
Und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Sämtliche sozialen Verwicklungen und Verstrickungen dürfen jetzt gereinigt und gelöst werden. Alles, was nicht zu dir gehört, alles, was deiner Eigenverantwortung widerspricht, verlässt jetzt dein Energiefeld und du sinkst ganz bewusst, völlig klar in deine Mitte, in deine Urkraft hinein. Atme einmal tief ein und wieder aus. Und spüre, wie sich deine Energie mehr und mehr erdet, mehr und mehr vom Kopf hinein ins Wurzelchakra und in die Füße fließt. Und in dieser absoluten Eigenverantwortung öffnet sich jetzt das Erdchakra, das Wurzelchakra. Und voller Demut gibst du deine Kraft, deine Energie, deine Verantwortung in dein Wurzelchakra hinein. Und du spürst, wie du eine neue Klarheit, eine neue Struktur entwickelst. Und du spürst, wie du hier zu 100% deine Eigenverantwortung entfalten kannst. Deine Eltern sind nicht für dich verantwortlich. Die Regierung eines Landes ist nicht für dich verantwortlich. Deine Familie ist nicht für dich verantwortlich. Deine Freunde sind nicht für dich verantwortlich. Deine Kinder sind nicht für dich verantwortlich. Und auch die Erde ist nicht für dich verantwortlich. Du bist hier aus freien Stücken und du bist jetzt in der Lage, zu 100% in deiner Kraft, in deiner Klarheit zu erwachen. Atme jetzt tief ein und wieder aus und spüre jetzt die Klarheit der Eigenverantwortung in jeder Zelle deines Daseins. Und diese Eigenverantwortung gibt dir jetzt Stabilität, gibt dir Klarheit und erlaubt dir auch, mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Das heißt Situationen und Erinnerungen, wo du die Verantwortung abgegeben hast, heilen sich jetzt und fallen von dir ab, sodass du zu 100% erkennen kannst, dass du hier und heute in deiner 100%igen Eigenverantwortung bist.
Dies ist jetzt der Zeitpunkt, an dem uralte Manipulationen transformiert werden können, uralte Beeinflussungen und Beeindruckungen sich lösen können, das Gefühl, das du vielleicht schon von Kind auf bekommen hast, dass andere dich orientieren, dass die andere sagen, wo es lang geht, dass du auch die Meinung brauchst der anderen, um dich orientieren zu können, dass du eine Führung brauchst, weil du sonst zu klein und zu schwach bist. Diese Manipulationsenergien lösen sich jetzt aus deinem Nabelchakra und nochmal aus dem Wurzelchakra. Das Lösen von Manipulationsenergien, das Lösen von Schocks, von Beeinflussungen, Beeindruckungen, das Gefühl, etwas selbst nicht machen zu können, weil man zu klein, zu dumm, zu schwach ist. Und genau diese Energie sinkt jetzt von dir ab, diese Boykottenergie, und du fließt jetzt zu 100% in deine eigene Verantwortung. Spüre jetzt mal diese Stabilität deines Erwachsenen-Ichs und spüre jetzt mal diese Eigenverantwortung auf allen Ebenen. Ich übernehme die volle Verantwortung auf all meinen Ebenen. Du atmest tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Sämtliche Zweifel und Unsicherheiten werden jetzt von dir gelöst und du spürst, dass du in eine satte Zufriedenheit sinkst. Und in deinem innersten Dasein, dort, wo du jetzt Raum geschaffen hast, beginnt sich jetzt dein innerer Kompass zu formen. Aber zuerst nimm jetzt diesen Raum wahr, dieses Vakuum in dir. Nochmal sämtliche Erschöpfungen, sämtliche Stressmuster, du spürst, wie in dir eine neue Qualität erwacht. Aber zuerst nur ganz sanft im Hintergrund. Zuerst wird dein Inneres jetzt noch erfüllt von Klarheit und Licht. Und diese Klarheit und Licht, das ist ein Erwachsenenlicht. Das ist das Licht der Selbstbestimmtheit.
Und in diesem Licht baut sich jetzt dein innerer Kompass auf, dein Orientierungspunkt. Und dieser Orientierungspunkt entspringt deiner Mitte. Und deine Mitte ist in Verbindung mit deinem göttlichen höheren Selbst, mit deinem Lebens- und Seelenplan. Und diese Verbindung wird nun hergestellt, denn dein Kompass richtet sich jetzt automatisch auf deine Lebensbestimmung, auf deine Lebensthemen. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und nochmals tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, wie sich dein höheres Selbst und dein innerer Kompass verbinden. Und diese beiden brauchen jetzt noch ganz viel Zeit und ganz viel Raum in dir. Und so wird alles, was den Raum und die Entfaltungsmöglichkeiten deines inneren Kompasses verhindert oder unterbindet, all das löst sich jetzt aus deinem Feld. Und du spürst, dass sich dein Orientierungspunkt jetzt aufrichtet und wie eine klassische Ritterrüstung sich immer weiter und weiter ausdehnt, von deinem Inneren in dein Äußeres. Und du spürst jetzt zum ersten Mal, vielleicht zum ersten Mal, was für einen starken Schutz diese Orientierung eigentlich bietet. Dass dich diese Orientierung von allen Einflüssen beschützt und dass du laut und dank dieser Orientierung absolut deinen Weg gehen kannst. Und du spürst es jetzt wie eine strahlende Rüstung um dich herum, nach vorne und nach hinten. Und du spürst, dass du eine Person bist, die zu ihrem Wort steht, dass du eine Autorität bist, die du selber ernst nimmst und achtest, die nicht davon abhängig ist, dass dich jemand anderer anerkennt im Außen, sondern du selbst bist diese Autorität und du spürst, dass du absolut zuverlässig bist. Du spürst deine innere Zuverlässigkeit und Klarheit. Und du spürst, egal was im Außen auch passiert, dass du diese zuverlässige, starke, klar strukturierte, eigenverantwortliche Persönlichkeit bist. Und du atmest tief ein und tief wieder aus und nochmal.
Du spürst in dir jetzt den Frieden und die Erhabenheit. Und du spürst, dass du absolut in deiner Kraft stehst. Dass du absolut in deiner Mitte bist. Und du nimmst wahr, dass du dich jetzt aus dir selber heraus orientieren kannst. Dass du selber schon sämtliche Wege, sämtliche Antworten kennst. Dass du die Qualität deines Daseins absolut in der Hand hast. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und du lässt jetzt nochmal diese ganze Transformationsenergie, Klarheitsenergie ganz bewusst in dir sein und du nimmst sie noch mal ganz bewusst wahr. Du spürst, dass du jetzt zu 100% in deiner Klarheit, in deiner Mitte bist. Aber vor allem, dass in dir deine Orientierung erwacht ist. Und dass das nichts ist, über das du nachdenken musst, sondern das passiert ganz automatisch. Du lebst und entfaltest deinen Lebensplan, ohne dass du darüber nachdenken musst. Der ist so tief in dir verankert, in dir gespeichert. Und du hast jetzt durch das, dass du alle Manipulationsenergien rausgelöst hast, dass du hundertprozentig die Verantwortung für dein Dasein übernommen hast, hast du jetzt diesen Kompass. Und damit auch den Weg auf deinem Lebensplan aktiviert. Und du spürst, dass du ab sofort Schritt für Schritt völlig bewusst und geführt von deinem inneren Kompass bist, dass du voller Eigenverantwortung jeden Schritt machst. Und du spürst, dass es sich gut, klar und erhaben anfühlt und dass mit jedem weiteren Abenteuer, jedem Schritt, den du machst, immer mehr und mehr von dieser Eigenverantwortung geerdet werden und dass du das immer besser spüren kannst. Atme jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spür noch mal nach. Spür in deine Erwachsenenenergie rein. Spür in deinen inneren Kompass rein. Spür, dass dieser innere Kompass eins mit deinem höheren Selbst ist. Und du spürst, dass deine Energie ganz klar, ungebremst nach vorne fließt und dass du mit jedem Schritt deine Lebensaufgabe mehr und mehr lebst, erfüllst und voller Selbstbestimmung dein Leben leitest.
Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und bedank dich jetzt mal bei deinem höheren Selbst und deinem inneren Kompass. Bedank dich, dass du jetzt die Kraft der Eigenverantwortung auf allen Ebenen spüren kannst und damit auch deine Rüstung, deinen Schutz, deine Abgrenzung ganz klar manifestierst. Bedank dich bei allen geistigen Helfern und Führern, die dich während dieser Reise unterstützt haben. Fühl nochmal nach und dann bewege deine Arme und Beine, streck dich mal durch und atme tief ein und wieder aus. Beweg deinen Körper, fühl nochmal nach. Und wenn du dich klar wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und kannst dich an alles erinnern, was du während dieser Reise gemacht hast und erlebt hast. Du kannst natürlich diese Meditation immer wieder wiederholen. Aber merk dir einfach jetzt vom Ablauf her nochmal Eigenverantwortung, also zu 100%. Ich bin zu 100% für mein Leben verantwortlich. Ich habe keine Verantwortung für die Gefühle und Gedanken meines Umfelds. Das kann man sich so merken. Und aus dieser Eigenverantwortung raus kommt dann auch die Orientierung und die hängt immer mit dem höheren Selbst, mit dem Seelenplan zusammen. Und jemand, der ganz klar in seiner Erwachsenenenergie ist, ohne die Verantwortung abzugeben, der lebt auch seinen Seelenplan zu 100%. Das sehe ich auch immer, wenn ich ein Horoskop anschaue und Leute, die das sehr gut leben, was da eigentlich im Horoskop drinnen ist, die sind da einfach schon ganz klar bei sich und entfalten so quasi dann diesen Lebensplan. Ja, ich hoffe, die Meditation hat dir gefallen und du kannst dir was mitnehmen. Bleib einfach dran, gerade in dieser verrückten Zeit, an deiner Orientierung, an deiner Eigenverantwortung, an deiner Klarheit. Und egal, was da draußen los ist, es ist immer die Zeit, dass du dich selber entfalten kannst. Wenn dir diese Meditation, das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da oder abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Medialer Energetiker und das ist Energetik, die wirkt. Tschüss, bis nächstes Mal.